Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, wir haben beim letzten Mal die Havanna-Erkundung abgeschlossen. Und deswegen wollen wir jetzt weitermachen mit der Story. Was zum Geier ging denn jetzt ab? Fängt sich das jetzt gleich wieder, oder? Weil das war ja gerade übel. Aber ich habe jetzt eigentlich nichts irgendwie an den Settings verändert. Aber wir machen weiter mit der Story. Würde ich sagen. Dafür sollen wir hier rein. Mr. Walpole nehme ich an. Okay. Warte mal, wisst ihr... okay, vielleicht habe ich doch noch einen Storypart vergessen, den wir schon gemacht haben. Kann gut sein. Oh, wir gehen mal rein. Doch, ich glaube, einmal habe ich sogar schon Story gemacht, ja. Stimmt, da war was. Müsste der siebte Part, glaube ich, sein. Und 4 und 5 waren nochmal hier Havanna erkunden und im 6. haben wir nochmal weitergemacht. Stimmt, da sind wir ja nachgefolgt. Ich erinnere mich. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Ja, ja, in Part 6 sind wir ja hinterhergeschlichen. Da entlang also, okay. Die Terrasse erreichen. ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Lleva meses en alta mar. Sé indulgente con él. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach, da kommt das Schießen her. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah, nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julia, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julia Ducasse, ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Ja, Sportschießen und sowas, okay. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich 8, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch hinderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Und durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe 4 Kugeln fasst und nicht andersherum. Einen englischen Freund von mir treffen, Julian. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique! Okay, ich weiß, woran er arbeitet. Oder vermute es zu wissen. Allein wegen dem Namen Puckle. Ey, geh mir nicht den Weg. Nein, was soll denn das? Mit den Gastgebern sprechen. Ich dachte, ich soll hier... Ich mach's mal.
Vielleicht gibt's ja hier eine Errungenschaft oder Full Synchro oder so. Kann ja sein. Weiß man ja nicht, ne? Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Ja gut, den muss ich ja dann nicht köpfen. Nicht headshotten. Ja, aber das ist ja voller Mumpitz, weil der nicht so schnell nachlädt. Der lädt immer nur eine Kugel nach und das war's dann. Was soll denn das? Warte. Kann ich auch irgendwie anders nachladen? Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Ach, so. Denkt daran. Trefft alle Ziele okay. Innerhalb der erlaubten Zeit. Das wurde mir nicht erklärt. So, ach, das war optional, okay. Gut, dann sprechen wir mal. Achso, das wurde mir nicht erklärt. Mir wurde erklärt, hier mit LT kann ich schießen, aber mit LB oder was dann die andere Taste ist, kann ich hier voll nachladen. Während ich, wenn ich mit LT hier halt zum Zielen bin, macht er immer nur eine Munition. Was für diese Herausforderung halt super ist, dass die das einem nicht erklären. Aber ja, gut. Was hast du zu sagen? Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenirs. Zwei Klingen, so will es der Brauch, Rui. Brauch, ei. Duncan, wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich. Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Okay. Dann. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Also jetzt mag es wirklich gerade wieder nicht, okay. Keine Ahnung, was das jetzt wieder ist, aber ja, wir machen einfach mal. Das hat so irgendwie seine Phasen. Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung, ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Okay, ich tauche unter und jetzt, Meine Treue, cleverer Trick. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Seid ihr das gut? Na klar. Ich hab nur drauf gewartet. Wer fickt? Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Oh, Hühnchen.
Ja klar, hier, so, zack. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Ib. Wunderbar. Ist das nicht wunderbar? Ja, wenn ihr vorangeht, folge ich euch. Ach so, ich muss es erst fortsetzen. Okay. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden. Einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armillarsphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich befindet. Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Werden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist?
Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Ja, das werden sie. Doch, dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren, wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Mission beendet. Mr. Walpole, nehme ich an. Rogers Schießölpunkt abschließen, haben wir gemacht. Alle Templer per Taschendiebstahl bestehlen. Ah ja, ich habe nicht mehr geguckt, was es war. Aber ich bewerte natürlich die Erinnerung, weil die fand ich gut. Die fand ich super. Und ich muss aber an der Stelle auch mal sagen, hier, was die da schwafeln von wegen, ja, wenn wir die Macht haben, dann gibt's ja nur wahre Gerechtigkeit, keine Geheimnisse und bla, aber... Wenn ich eine Person so eine Macht besitzt und schon davon redet, von wegen, wir müssen sie für uns gewinnen, dann ist der Schritt nicht mehr weit dazu, dass diese Person diese Macht missbraucht. Und wenn diese Person diese Macht missbraucht und andere damit irgendwie unterdrückt oder so, kann man dann noch von wahrer Gerechtigkeit sprechen? Naja, ich mach mal fortsetzen hier. Schlaft gut, Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. Okay. El Gobernador Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Okay. Kriegen wir hin. Gleich morgen früh. Und wir haben ein bisschen real bekommen. Das finde ich ganz real gesagt cool. Es ist jetzt zwar nicht unbedingt eine Erkundungspart in dem Sinne, aber das ist so nah dran, dass ich das eigentlich schon mitnehmen möchte. Gibt es jetzt halt wegen dieser einen Kleinigkeit hier den Erkund... Ach nee, das ist der Kurier. Dieser Mann, er ist Pirat! Er ist der Pirat! Okay. Okay, wir machen das mal kurz. Bitte verschont mich, Master Edward. Bitte nicht. Okay, das war jetzt zwar so ein ULC-Dingens da, wahrscheinlich, weil der war gelb, aber der hat nichts Wichtiges gegeben. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt einen Kompass für Erkundung auf die Map, weil das war ja nichts. Also, sind wir mal ehrlich, oder? Ich werde es, wenn ich es nicht vergesse, in die Kapitel reinpacken. Falls ja, erinnert mich gerne dran. Aber bin schon unten. Ist der jetzt einfach runtergesprungen und gestorben? Das ist ja auch witzig. Mit dem nehme ich nachher noch schon mit. Gut, nee, aber dann würde ich sagen, soll es das für diesen Part erstmal gewesen sein, wie sie alle gucken, weil ich den geplündert habe. Der ist von selber runtergesprungen. Ich habe gar nichts gemacht. Nee, gut, dann würde ich aber sagen, soll es das für diesen Part gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt, Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.